Los, hilf mir rauf. Wieso soll ich dir raufhelfen? Okay. Okay, hoch mit dir. Okay. Also wir werden das auf jeden Fall zu Ende spielen. Wir werden das... Also keine Sorge, ich werde das nicht abbrechen. Danke. Egal wie scheiße das wird, ich werde das zu Ende spielen. Weil das ist ein richtiges Desaster. Alter, das Ende, also das habe ich jetzt schon im Urin. Das Ende von diesem Spiel wird der allergrößte Scheiß EU West. Und ich kenne das Ende noch nicht. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, das Ende wird der absolut größte Scheiß, den man je gesehen hat. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Wie kann das Game denn so eine Bewertung gekriegt haben? Ehrlich jetzt. Hier ist nichts Neues, wirklich nichts, nicht wirklich großartig was Neues drin. Okay, die Grafik ist schön. Die Vertonung ist schön. Die Welt ist schön. Das Gameplay ist... Die Story. Die Charaktere. What the fuck? Wie kann das eine 10 kriegen und hohe 9en? Was hast du Dina erzählt? Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich erzählt, dass du es wusstest. Hast du das... Meinte ich nicht. Ist das Aquarium eine Wurfbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass sich Abby da versteckt. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies. Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis? Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Ich muss da was wissen. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Dina sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Also meine Theorie ist, sage ich euch so, wie das ist, so wie das Game aktuell ist, Ellie hat alle umgebracht und es schießt sich nachher selber, weil sie keinen Bock mehr hat. Das ist so, Ellie wird sich am Ende selber erschießen. Tommy ist tot wahrscheinlich und sie wird sich dann auch noch selber erschießen. Hinterher einfach so, bam, wegklatschen und dann ist das Spiel vorbei. Und dann haben sie The Last of Us endlich begraben, weil dann kann keiner sagen, dass der nächste Teil kommt. Das ist so meine Theorie. Aber das kann hier nicht mein Ernst sein. Also wirklich, an keiner Stelle kann das hier mein Ernst sein. Ey, hier, es geht hier nur noch bergab. Hier geht nichts bergauf. Das geht seitdem wir aus Jackson raus sind, geht das nur noch in den Keller. Die Gegenwart ist so eine beknackte, hohle Story, die einfach, die hätte man, das ist einfach ein John Wick. Das ist fucking John Wick. Mehr ist das nicht. Und John Wick ist ein großartiger Film, nur das ist hier kein großartiges Spiel. Boah. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte eigentlich nicht negativ darüber sprechen, aber mir bleibt halt am Ende fast schon gar nichts anderes mehr übrig. Versperrt. Meinst du, wir kommen durch dieses Tagungszentrum? Versuchen wir es. Ey, ohne Scheiß, zum Glück ist ein Begleiter da, weil so hast du wenigstens noch 2-3 Sätze. Sonst würdest du hier wieder alleine durch die Gegend tingeln und irgendwelche Scheren aufsammeln, damit du dir irgendwas Tolles craften kannst, damit du wieder 30 Leute umbringen kannst. Da hinten ist Licht. Blockiert? Ja. Tust du aber? Ja, ich weiß. Es ist schwer, Amiso. Es ist einfach schwer, die Enttäuschung nicht auszusprechen. I know. Aber wir spielen es trotzdem zu Ende. Bis zum Ende. Okay. Das wird nichts. Sag ich doch.
Wollte nur sicher gehen. Hey, Paddy Moinsen. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freundin nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja, stimmt wohl. Oh, mittlerweile kann ich echt noch drüber lachen. Ich brauche mal einen Zettel zur Erheiterung. Das ist nämlich, das ist hier in dem Chatwesen noch eine Erheiterung. Da haben wir jetzt alles was zu lachen. Alle was zu lachen. Puh. Jesse, ich brauche einen Zettel. Maga, kannst du mal kurz schieben hey, helfen? Hilf mir mal. Hier durch. Ich muss einfach fragen. Warum hat sie mir nichts gesagt, dass sie schwanger ist? Hör zu. Sie sagt es dir sicher, wenn... Das ist für heute geplant. Alle Einheiten werden dabei sein. Wer hat dir das gesagt? Der Chef Bell. Wir sich in dieses Gebiet, warten auf die Einheit und dann machen wir die Scars platt. Letztes Mal. Das wird nicht wie letztes Mal. Ich bin nervös. Wir sind alle nervös. Das ganze Ufer ist gesichert. Wir werden uns einfach im Wasser abknallen. Hey, hab Vertrauen. Du klingst wie die. Tu nicht so, als hätten wir eine Wahl. Denk lieber dran, was ist, wenn wir es schaffen. Ja. Meine Waffe nicht wechseln. Kathy! Oh, halt! Sie sind weg! Alle verteilt! Gehen Sie erwischt! Gleich hier! Scheiß Wurfs, Mann. Echt schießen sich. Sie führen Krieg mit dem verdammten Kult. Ob sie drüber reden hören, Seraphinden oder so? Seraphiten? Ich hab gehört, man nennt sie Scars. Schon mal einem begegnet? Nein. Glück gehabt.
Frage, wenn ich Deutsch könnte und einigermaßen schreiben könnte, dann würde ich heute mal eine Review schreiben. Nach dem Stream. Twitch Prime ist? Dann würde ich mal versuchen, eine Review zu schreiben. Frage, das kann nicht mein Ernst sein. Das kann nicht mein Ernst sein. Oh. Also das ist wirklich peinlich, ist das. Die fangen an, einen Dialog zu haben. Du denkst, geht los. Nö. Fangen sie wieder an, Dialog zu haben. Völlig banale, irrelevante Scheiße. Jetzt erklären sie uns, was dieser bescheuerte Kack-Kult da irgendwie zu tun hat, obwohl wir mittendrin schon in dem Kult waren, 30 Papiere durchgelesen haben und das machen sie in 2 Sätzen. Mit Informationen, die du sowieso schon hast, was völlig banal und irrelevant ist. Maga, wer hat das geschrieben? Ohne Scheiß. Tut mir wirklich leid. Ich bin kein... Ich kann es nicht besser. Ich will nicht sagen, dass ich das besser kann. Das möchte ich absolut nicht damit sagen. Aber meine Fresse, das war auf jeden Fall schon ein bisschen, weiß ich nicht. Du bist noch nicht am Ende, es geht bergauf. Ey, also, wie lange spielen wir jetzt? 16 Stunden? Ich glaube, wir spielen 16 Stunden oder so. Ich spiele 16 Stunden dieses Game. Wo sollen hier noch bergauf kommen? Wollen noch 2 Cutscenes kommen oder Zwischensequenzen mit Joel? Ja, die sind gut. Davon können sie meinetwegen auch den Rest des Spiels dann füllen. Du hast so eine ganze Ecke vor dir, ohne zu spoilern. Das macht mir sehr viel Hoffnung. Aber hey, vielleicht ist es ja auch... vielleicht ist es aber auch einfach nur so verkehrte Welt, so dieses Memento-Ding. Comics. Moment, was ist hier passiert? Treffen von Leuten, die sich für den Kram interessieren? Wie du im Grunde. Wir wurden zur falschen Zeit geboren, Mann. Nee, hast du auch nicht, Tiger Quest. Du hast nichts verpasst, keine Sorge. Hast du wirklich nicht. Also, wirklich, wirklich, wirklich nicht. Wir haben eine Sache rausgefunden. Also möchtest du es wissen, Tiger Quest? Oh, ich mach das Beste draus. Ich habe wirklich Spaß. Und ich glaube, Chat auch. Also zumindest die Leute, die Ironie und den Sarkasmus darin verstehen, die haben Spaß. Auf jeden Fall. Ich hab nicht 70 Euro ausgegeben, damit ich das nicht spiele. Nee, nee. Ich möchte das außerdem auch wissen, so, weil... Ich sage mal so, ich war jahrelang Naughty Dog-Fan. Also wirklich jahrelang. Aber so langsam, nach den letzten beiden Spielen, mache ich mir so ein bisschen Sorgen um die Putze, um ehrlich zu sein. Also, Tiger Quest, wir haben rausgefunden, dass Joel uns gesagt hat, als Ellie, also Ellie war im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, in Teil 1, sie hat dort eine Kassette gefunden und Aufnahmen von der Ärztin, die geschildert hat, was passiert ist, und
Joel kam zu ihr und hat ihr dann berichtet, dass er den Arzt quasi... Was wolltest du sagen? Vorhin? Wegen Dina. Du meintest, sie sagt es mir, wenn... Sobald die Dinge hier geklärt sind. Ich schätze, irgendwann wird es nicht mehr zu verbergen sein. Weißt du, ob sie es behält? Keine Ahnung. Und dann war, Ellie war dann sauer auf Joel. Alles andere, nur Töten von Leuten. Mehr nicht. Also wirklich, mehr ist nicht passiert in 7 Stunden. Ist das Spiel für dich ein Fehlkauf? Nö. Ich hab meinen Spaß damit. Aber ich behandle das auch nicht als The Last of Us. Für mich ist das hier einfach nur... Keine Ahnung. Für mich ist das, ich mache mit Chat ein bisschen Spaß. Mehr ist das für mich nicht. Ich erwarte jetzt was auch mittlerweile gar nichts mehr. Das Aquarium. Es ist gleich neben dem Riesenrad. Oh, wieder durch die halbe Stadt. Ich hoffe mal, dass Tommy das auch weiß. Verdammt. Da müssen wir wohl schwimmen. Kannst du mir erzählen, was? Dina ist schwanger. Dina ist schwanger, Maga. Die ist im Theater und ist alleine. Hat Fieber, pisst sich alles aus dem Leib, kotzt sich alles aus dem Leib. Und ich habe jetzt den Maga hier mitgenommen, weil der das für wichtiger befindet, dass wir Tommy retten. Okay. Gehen. Wohin jetzt? Na, wir schwimmen. Ich arbeite dran. Wir schwimmen wieder. Vielleicht war der Hype zu groß. Die hätten das Spiel nie rausbringen sollen. Sie wollten am Anfang, wollten sie The Last of Us nie rausbringen. Das hätten sie auch dabei lassen sollen, ehrlich gesagt. Sackgasse. Ich meine, jeder hat einen guten Run, so, ne? Ich sag mal, Naughty Dog hat unfassbar viele Games rausgebracht. Meinst du, du kommst da durch? Mal sehen. Also unfassbar gute Games rausgebracht und irgendwann ist halt auch vorbei, ne? Und da ist jetzt so viel von dem... Ich sag mal, guten Personal mittlerweile weg. Man merkt das halt. Also man merkt das halt wirklich. So eine Scheiße wäre jetzt gekommen, vor... weißt du, wenn du gesagt hättest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich hab zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Sie wollten... Hatte ich auch sehr gemacht. Er dachte, ich wäre nicht verknallt. Ernsthaft? Ich meine, du siehst gut aus und so, aber du bist nicht mein Typ. Weil ich Asiate bin? Ja, genau das habe ich gemeint. Also, es war nie der Plan, The Last of Us rauszubringen. Also, es wurde damals nie gesagt, dass noch ein zweiter Teil kommt. Also, ich glaube, da war eine höhere Macht im Spiel. Und das hätten sie dabei auch lassen sollen. Ey, und wirklich, egal wie sich das hier entwickelt. Und wenn jetzt hier, also wenn das 30 Stunden geht, das Game, und ich fange nach 20 die Story an, und dann wird's krass, kann ja alles passieren, dann ist das für mich trotzdem immer noch ein Unfall. Das ist ein Unfall. Ein lustiger Unfall. Also mehr als Lachen fällt mir dazu leider nicht daneben, ein Pilz in einem Kinderbereich. Pilze hatten damals nicht dieselbe Bedeutung. Oh, das mag sein.
dein Lieblingsbuch als Kind? Ja, Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geister? Alien-Geister. Aliens-Chat. Anscheinend ganz nach deinem Geschmack. Okay. Was ist mit dir, Klugscheißer? Nun, meine Mom hatte nur ein Kinderbuch. Das Wurzelkind. Ein Junge verwandelt sich in einen Wald, um sein Dorf zu retten. Okay. Damit es nicht langweilig wurde, hat Mom sich immer ein anderes Ende ausgedacht. Einmal hat der Junge das ganze Dorf sterben lassen. Ich hatte Albträume. Gruselig. Das war echt nett von ihr. Ja, Mom ist ein Schatz. Sie wird verrückt, wenn sie von dem Baby hört. Ja, das glaube ich gern. Jessie ist mir sympathisch. Wow. Was für ein Ort. Das Blut ist noch feucht. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Falls wir überleben. Aha. Wenn wir zurück sind, besaufen wir uns und spielen Brettspiele. Aha. Alles soll wieder normal sein. Das klingt toll. Aber ich glaube nicht, dass Dina was trinken wird. Sie kann ja nüchtern bleiben. Jessie ist der Vater, genau. Jessie ist der Ex-Freund von Dina. Wie oft willst du das noch machen, Jessie? Machst du Sport? Ah ja, der gute alte Seifenspender. Was? Wir werden angegriffen. Ich glaube, das kam von dort. Hab ihn erwischt. Das war knapp. Wo sind sie hin? Alles absuchen. Die sind erledigt. Drüben! Hm?
glaube, das war der letzte. Ja. Da wünscht man sich ja fast zurück nach Jackson. Geht mir auch so. Nee, es ist schwer, Sprung. Es ist schwer. Oh, da brauchen wir nicht hingehen. Ja, Donjon. Die Diskussion hatte ich heute Morgen auch schon. Also sind wohl, keine Ahnung, einige dabei. Also ich habe mir gestern, glaube ich, 50 durchgelesen, habe nicht eine einzige dazu gelesen. Ich weiß auch nicht. Also wirklich, entweder ich bin mir nicht so schlüssig, ob ich irgendwas falsch verstehe, was ja auch oft vorkommt bei mir. Ne? Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ich bin ja, stehe ja manchmal auch neben der Spur und verstehe Dinge einfach falsch. Oder ob ich halt einfach, ob meine Meinung einfach so verblendet ist oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bestimmt hat Abby das Aquarium gewählt, weil man so verdammt schwer dorthin kommt. Vielleicht. Ey, ist bei mir auch so, Seppel. Also, wenn ich mit euch nicht so viel Spaß haben würde, bin ich ganz ehrlich, würde ich das gar nicht mehr zocken. Scheiße. Zur Hölle kommen wir darüber. Ja, am besten mit dem Boot. Vielleicht über die Straße. Aber das ist ein verdammt weiter Weg. Doch nicht so schlimm, Amisu. Oder damit. Vielleicht besser, wenn du das Spiel magst, ja. Ja. Das Boot klingt gut. Schon besser. Na los, hier lang.